Hallihallo, ich bin's wieder, Baron von Unzu. Heute habe ich eine kleine Geschichte für euch. Und zwar den Fluch der Oppai. Mal sehen, ob ihr mir diese Geschichte glaubt. Denn sie ist gelogen. Es war ein ruhiger Nachmittag, als ich mich auf mein Bett legte und doch einen kleinen Manga zur Hand nahm. Ich las den Manga, verschlang ihn regelrecht. Doch plötzlich schlief ich ein. In meinen Träumen hörte ich eine Stimme, die immer wieder schrie: Oppai! 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 Ich wusste nicht, was mir diese Stimme sagen sollte. Als ich aufwachte, bekam ich einen Schreck. Oppai? Oppai! Echte Oppai! Ja, tatsächlich, ich hatte Oppais. Richtige Oppais. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich selber war so erschrocken darüber, dass ich zu Gott betete: Gib mir meinen männlichen Körper wieder. O großer Oppai Gott, gib mir meinen männlichen Körper wieder. Ein Mann mit Titten und Bart sieht einfach scheiße aus. Sumo, wer stört mich da? Ich hab Besseres zu tun, also sei dein Wunsch gewährt. Doch plötzlich traf's mich wie einen Schlag. Sie waren weg. Ohne etwas zu hinterlassen, waren sie einfach gegangen. Ich konnte leider nichts mehr dafür tun, um sie trotzdem nochmal wiederzubekommen. Und so endet heute meine Geschichte über den Fluch der Oppai. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Euer Baron von Unzu.